Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mal auf 5 Fragen von euch reagieren, die kreativ und lustig sind. Ihr habt sehr viele kreative Fragen unter meine Videos gestellt, auf die ich heute mal gerne eingehen würde, ne? Wird auch mal Zeit. Und da es so viele Fragen sind, werde ich noch mehrere Teile von diesem Format machen, wo ich lustig drauf antworte. Also macht euch auf was gefasst. Und let's go! Peaky Dross schreibt: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, YouTube zu machen? Ja, das fing an, wo ich schon so ein kleines Baby war, so. Nein, das war so. Ich habe immer so YouTuber geguckt, die mir so gefallen haben. Und dann habe ich ehrlich so gesagt, so, ja, Santi, willst du das nicht vielleicht auch mal ausprobieren? Und aus diesem Ausprobieren wurde das hier. Hallo, mein Name ist Santi. Ja, so bin ich auf das Thema YouTube gekommen. Ich hoffe, deine Antwort passt dir, ne? Also. am Anfang war es sehr holprig, keine Ahnung, wie man das sagt, aber ja, gut. und zwar war das am Anfang ja so, wie funktioniert YouTube, wie schneidet man, wie geht das alles, wie kriegt man das Bild vernünftig hin, braucht man dafür irgendetwas? Oder kann man einfach irgendwas mit dem Handy machen und eine Wand fotografieren und sagen, ja, mein erstes Video fertig. Okay, dann Spaß. Ja, und jetzt, wenn ich mir meine damaligen Videos angucke, einige sind auch privat, weil sie sehr ja geworden sind. Und dann im Nachhinein denkt man sich so, ja, Santi, damals hättest du es besser machen können, aber damals wusste man ja gar nicht, wie das funktioniert. Also daher. Was mache ich hier? Es tut mir leid, wenn ihr denkt, so Santi kann nicht mehr Deutsch reden oder komplett reden. Es liegt daran, ich habe eine Zahnspange bekommen. Und es ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Und jetzt auch in den YouTube-Videos so viel zu labern, ist auch komisch. Normalerweise sitze ich in der Ecke und heule. Nein, tue ich nicht. Ja, zweite Frage von Piggy Draws ist, können wir mal zusammen Fortnite aufnehmen? Ja, können wir gerne machen. Ich mache es liebend gerne mit Zuschauern, die sehr aktiv sind und viele nette Kommentare unter meine Videos schreiben, weil ich finde, die haben es mehr verdient und so. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder schreibe ich euch an und sage, hey du, hast mal Lust, ein Video zu drehen oder so, ja? Oder ihr folgt mir auf Instagram und schreibt mir mal so, ja, Santi, ich würde gerne mal mit dir ein Video aufnehmen. Und dann mit etwas Glück kann es schon sein, dass wir es schaffen, ein Video zu drehen. Und wir werden es sehen. Wichtig ist es auch, dass ihr ein Fortnite-Video auf eurem Kanal hochlädt und dort auch ein bisschen sprecht, damit ich hier weiß, wie eure Qualität ist. Dann macht das Video auch mehr Spaß, dann können wir uns besser verständigen. Nicht persönlich gemeint, aber sonst versteht man einen einfach nicht und dann macht es auch keinen Spaß. Und dann fragt man sich, was? Hä? Und jetzt kommen wir zur Frage Nummer 3. IQ 3. PR Cool Guy hat geschrieben: Glückwunsch zu 1000 Abos. Dankeschön. Was wirst du machen, wenn du 10.000 Abonnenten hast? Ja, dann würde ich sagen, ich habe mein kleinstes Ziel geschafft, ne? Okay, nee, eigentlich war so 100 Abonnenten schon so mein kleinstes Ziel. Ich bin jetzt schon zufrieden. Ich habe so ein riesengroßes Ziel, was aber jetzt noch ganz, 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 ganz weit weg. Was ich machen würde, wenn ich 10.000 Abonnenten habe? Mich freuen. Ja, und vielleicht in den Zirkus gehen. Spaß. Mehr weiß ich nicht. Mich freuen und keine Ahnung. Party machen alleine, wenn die Eltern nicht da sind. Vierte Frage. Wukong schreibt, bist du Asiate? Nö, ich bin halb Pole. Warum fragst du? Hä? Oder Deutsche können auch sein. So. Eine Flasche. Nein, ich bin Asiate. Okay, halb Asiate ist halb Serbisch, halb Deutsch. Was? Halb? Hä? Eigentlich bin ich ein Viertel Chinese, ein Viertel Serbisch, ein Viertel Thailändisch und ein Viertel Deutschland. Also von meiner Mutter die Seite bin ich Serbisch und Deutsch. Und von meiner väterlichen Seite bin ich Asiate und Chinese. Was? Chinese und Thailänder. So, jetzt haben wir es. Wukong, hi. Ab zur nächsten Frage. Jetzt kommen wir zu einer Frage, wo ich vergessen habe, den Namen aufzuschreiben, weil ich manchmal so verpeilt bin. Er, sie oder es. Er, sie meine ich. Es ist ja irgendein Gegenstand, Schrank, Flasche, Baum. Keine Ahnung. Er, sie. Wie hast du es geschafft, so viele Abonnenten zu
bekommen. Ich habe mir meine Abonnenten nicht gekauft. Auf jeden Fall, nein. Nein. Ich habe eine Geheimakte, wo drin steht, wie man Abonnenten bekommt. Okay, nein, habe ich nicht. In Wirklichkeit habe ich nie aufgegeben und habe versucht, immer im Schneiden besser zu werden. Nicht mit der Schere, sondern mit der heiligen Computerschere. Kann man das eigentlich so sagen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal 5 eurer Fragen beantworte, dann lasst ein Like da. Dann lasst ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Video ein Like da. Wenn die 40 Likes voll sind, dann kommt noch eine Folge. Teilt das Video mit euren Freunden. Ihr würdet mich damit super unterstützen. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann abonniert mich. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Wenn ihr irgendeine Videoidee habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare.